Ich bin heute hierher gegangen, wie gesagt, da waren unheimlich viele von diesen Liegen, die waren hier mit dieser Vogelscheiße. Sehen Sie hier? Mhm. Das ist alles Vogelscheiße hier vorne hier drauf. Und da muss ich doch ganz ehrlich sagen, wieso kommt hier keiner her und macht das mal sauber? Sehen Sie mal überall, das ist alles Vogelscheiße hier. Mhm. Schön, dass wir hier in der Natur sind, aber das kann man doch auch sauber machen. Der Hotelgast ist unzufrieden. Das ist hier eine Liege, ist das 4 Sterne? Reiseleiter Maximilian ist ratlos. Beim 3-Sterne-Haus beschweren, beim 2-Sterne-Haus. Das ist einfach nicht in Ordnung. Das klingt nach Stress. Ja, jetzt können Sie natürlich sagen, gucken Sie mal, die Liege ist in Ordnung. Diese Liege aber nicht. Und es gibt noch jede Menge andere davon. Reiseleiter sind Blitzableiter. Nein, ihr war gestern keine Putzfrau. Ihr war gestern keine Putzfrau. Die hat nur ich möchte es trotzdem auf jeden Fall gerne mit der Hotelmanagerin auf jeden Fall dort besprechen. Das ist eine super Idee. Schreiben Sie einfach dann dementsprechende Bewertung, so wie es Ihnen habe ich natürlich, super viel von. Ne? Das ist natürlich schön, wenn ich am Ende des Urlaubs sage, boah, war das scheiße. Ja, Sie möchte lieber einen schönen Urlaub verleben. Natürlich, das möchte ich auch nur. Und das hat Neckermann mir auch versprochen. Sie haben gesagt, das wäre ja richtig schön. Das Hotel hat 87% Weiterempfehlung im Internet, aber dieser Gast hat Beschwerden. Und Reiseleiter Maximilian hat ein Problem. Mallorca, Ostküste, Cala Major. Ein beliebter Urlaubsort, vor allem für Familien. In Deutschland sind Ferien und die Insel wird geflutet von Urlaubern aus aller Herren Bundesländer. Malle für alle. 14 Tage Leben in Liegestühlen. Maximilian Boska betreut hier 4 Hotels. Er ist Reiseleiter bei einem großen Reiseunternehmen. Für ihn ist es die erste Saison auf Mallorca. Er mag die Insel und er mag seinen Job, auch wenn es mal Stress mit Gästen gibt. Wie heute. Hey Christoph, grüß dich. Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Gut. Der eine unzufriedene Gast aus dem Hotel macht ihm schwer zu schaffen. Sein Teamleiter hat entschieden, hier hilft nur ein Hotelwechsel. Dann denke ich, dass ein sehr gutes Alternativ, dass wieder ich das Hotel sein werde. Trotz Hochsaison. In dem anderen Hotel ist gerade ein Familienzimmer frei geworden. Es ist vergleichbar mit dem Hotel, in dem er jetzt ist. Es ist ein bisschen von der Kategorie ein wenig höher. Aber der Gast müsste einen Aufpreis zahlen. Ich persönlich glaube nicht, dass er das tun wird. Aber zumindest haben wir unseren Job einfach damit gemacht und einfach auch versucht, eine Lösung zu bieten. Aber etwas anderes können wir einfach nicht in dem Fall auch anbieten. Cala Major ist eine beliebte Badewanne für deutsche Touristen. Ein langer Strand und ein Haufen Hotels und jede Menge Reiseleiter. Man erkennt sie schon von Weitem. Sie wirken immer falsch angezogen in der Hitze. Anja Steuerwald arbeitet seit 10 Jahren hier. Auch ihr Reiseleitertag beginnt mit einer Beschwerde. Sie wissen, wo es lang geht? Gleich im ersten Hotel hadert ein Paar mit dem Bad. 4 Sterne, alles neu. Und dann sowas. Also, Der hakt doch richtig so. Der Wasserhahn hakt. Ich gebe das jetzt direkt an die Rezeption weiter. Ne? Dann werden wir einen Techniker aufs Zimmer schicken. Einmal im Jahr muss einfach alles perfekt sein. Im Urlaub. Beschwerden gibt's immer. Die Deutschen sind so Weltmeister in Beschwerden, sagt man immer. Aber es gibt Tage, hat man gar nichts. Und es gibt Tage, hat man halt mehrere Beschwerden. Der Tag ist noch lang. Es ist harte Arbeit am Gast. Anja hält einen Vortrag über die Insel und dann heißt es, Ausflüge verkaufen. Hasta luego. Bis bald. Vielen Dank. Dankeschön. Können Sie denn an der Reaktion der Gäste schon sehen, wer dann auch zu Ihnen kommt, um was zu buchen? Nein. Also das ist für mich immer wieder so ein Rätsel. Es gibt so Tage, wo ich stehe auf der Bühne und sage, heute warst du Wahnsinn. Heute hast du da ein Begrüßungstreffen hingehauen. Setz mich dann an den Reiseleitertisch und es kommt kein einziger Gast. Man bekommt 0 Feedback. Und dann gibt es andere Tage, wo du auch für dich denkst, oh, heute bin ich aber nicht so gut drauf. Oder man hat Sachen vergessen. Auch das passiert mir ja manchmal noch, dass ich Sachen vergesse vorzustellen. Und plötzlich hat man eine Schlange von 30 Leuten am Reiseleitertisch. Man kann es nie vorhersagen.
Heute läuft's. Das Unternehmen gibt Umsatzziele vor. Danke Ihnen vielmals, ne? Viel Spaß. Und Anja soll sie erfüllen. So, und in der zweiten Woche macht man dann irgendwann noch mal Palma mit Aquarium oder so, ne? Sie bekommt Provision von jedem gebuchten Ausflug. So, dann rechne ich mal für Sie bitte. Megapark und Ballermann. Ja, einmal. Man muss es mal mit. Ich war noch nie auf Mallorca, also muss ich einmal gemacht haben. Ein Ausflug auf die andere Seite der Insel zum Ballermann. Mit Ehefrau. Willst du auch mit? Was für eine Alternative. Man nimmt doch kein Bier mit nach Dortmund. Bier nach Dortmund. Kohlenporthumor. Ich sag jetzt nichts, ne? 3 Uhr ist dann die Rückfahrt. Und 19:40 Uhr los. Wenn man es schafft, genau. Ein bisschen Kulanz ist dabei, aber viel nicht. Die Tour ist gebucht. 90 Volles Haus im Hotel von Reiseleiter Maximilian. Informationstreff, heute mal mit Cocktail. Sind Sie hier fürs Informationstreff? Ja. Dann bitte einmal, wenn Sie wollen, einen Cocktail mitnehmen und dann dürfen Sie gleich hinsetzen. Ja, sehr gerne. Auch Maximilian muss Ausflüge verkaufen, aber erst mal ein paar Infos für die Neuankömmlinge. Wir sind hier draußen beim Lidl, den sehen Sie hier. Also haben Sie richtiges, also brauchen Sie kein Heimweh haben. Ja. Also, 86 neue Gäste sind gestern angekommen. 86 neue Kunden für Inseltouren. Der Manfred ist einer unserer Reiseleiter, unsere Reiseführer. Der macht die Panoramatour, die sich genau mit diesem Land mal ein bisschen beschäftigt. Der Manfred macht die schönste Tour. Die schönste Tour. Ja, sehr gerne. Ich bin Hamburger Jung. Ich sage mir erstmal Moin. Wunderbar, mit euch kann man arbeiten. Prima, merke ich sofort. In Cineo findet am Mittwoch der mit Abstand größte Vieh- und Bauernmarkt statt, überhaupt auf der Insel. Dort fahren wir hin, eine Stunde handeln und feilschen. Da gibt's also alles vom Stecknadelkopf, echte Rolex für 10 Euro, Louis Vuitton-Taschen für schon mit, ne? Louis Vuitton-Taschen für einen 30er. Nur, liebe Leute, ich habe gesagt, das ist auch gleichzeitig ein Viehmarkt. Deswegen gebt die Mallorquiner bitte nicht die Hand auf den Viehmarkt. Ja? Habt ihr euch einen Esel oder einen Ochsen eingefangen, ne? Geht ratzfatz. Ja, er grinst noch hier vorne, ne? Du, ich hab letzte Woche habe ich hier eine Frau gehabt, die hat gesagt, einer reicht mir. Ich weiß nicht, was sie gemeint hat. Reiseleiter Maximilian hat noch eine Verabredung mit dem unzufriedenen Hotelgast. Der kommt mit Familie. Maximilian will ihm das andere Hotel schmackhaft machen. Also kostenlos umziehen können wir euch nicht. Das wird leider nicht funktionieren. Wir haben das der Gast Hotel müsste drauf zahlen. Das neue Hotel ist also etwas teurer. Ist von der ganzen Kategorie her noch mal eine Schippe höher als hier. Und vom Aufpreis her hält sich es auch im Rahmen, weil es ist letztendlich für die 4 Personen, wie ihr jetzt hier seid, letztendlich wäre es insgesamt bei 345 Euro. Das Geld ist mir in diesem Falle scheißegal. Mhm. Ich fühle mich von euch verarscht, und zwar ganz massiv. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie verwalten ja so ein bisschen in diesem Hotel das Elend. Das ist so mein ganz persönlicher Eindruck. Und wenn man hier rumgehen würde, wie ich das gerne mit Ihnen gleich mal machen würde, würde man sagen, hier könnte man was machen, das müsste man ändern. Gesagt, getan. Der Hotelgast sieht seine Chance. Er präsentiert dem Reiseleiter seine persönliche Mängelliste. Wie hier alles kaputt ist, wie die ganzen Steine abgebrochen sind, der ganze Siff hier in den Ecken. Also ich sag mal so, ist das 4 Sterne? Das zum Beispiel, alles scharfkantig. Ja. Na, hier sind Stolperfallen. Ist das für die ganzen Kinder, die hier rumlaufen, finden Sie das optimal? Hier haben wir 1,10 Meter. Hier haben wir dann irgendwann 1,20 Meter. Mhm. Oh, Entschuldigung, ich bin da vorgestoßen. Ich schieb das mal wieder ran. Ne? Das sieht ja besser aus. Okay? Das Leben hält sich manchmal nicht an Kataloge. In der Mitte haben wir 1,40 Meter und schwimmen kann ich schon mal gar nicht, weil ich immer diese blöden Absperrungen da vorne habe. Das ist ja nicht schwimmen, Schwimmerbereich. Steht aber nicht im Katalog. Auch die Temperatur passt ihm nicht. Und das Ding hat 35 Grad. Mhm. Oder 34. Da gehen sie rein und denken, wo ist der Badeschaum? Ne? Das ist natürlich dann damit irgendwo verbunden. Ne? Und hier haben wir auch wieder so ein Ding. Ne? Also da, im Prinzip kommt hier eigentlich so gut wie kein Wasser raus. Gucken Sie das mal an. Das ist doch ein Opa mit Prostata-Problem hier. Ne? Aber es kommt ja immer noch. Also es kommt Wasser raus. Und das ist das Problem hier. Also formal gesehen ist das in Ordnung. Es ist eine Außendusche da, das ist in Ordnung. Es gibt auf dem Zimmer einen Fernseher.
Hat ja keiner gesagt, dass der nur so groß, so breit ist. Ne? Es gibt ja auch einen Föhn, da kommt so ein ganz laues Lüftchen raus. Es ist formal alles da. Ich verstehe schon, um was es Ihnen das ist. Der Gast wird hier nicht glücklich. Das Hotelmanagement beteuert, es gebe Sicherheitschecks. Alles werde regelmäßig überprüft, repariert und gereinigt. Andere Gäste sind offensichtlich zufrieden. Wie sehen Sie das? Wir sind hier voll zufrieden. Wir sind voll zufrieden, ja. Wir kommen schon das sechste Mal hier. Ja. Ne, und immer top. Ich meine, es ist ja auch eine Sache vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich finde persönlich, dass das Hotel wirklich, ist es in Ordnung. Stimmt, ist es okay, stimmt. Ja? Manfred hat heute den größten Bus genommen. Seine Tour ist ausgebucht. 55 Gäste, wenn sie denn alle da sind. Schön langsam, langsam, Leute. Die Panoramatour. Moin. Zimmer 908, Sabina. Noch nicht da, okay. Vielleicht habe ich da drüben noch zwei Leute. Wir sind natürlich auch sehr pünktlich heute, wie Sie das gehört. Aus 5 Hotels muss er seine Fahrgäste einsammeln. Oh, dann fahren wir jetzt einfach weiter. Wir machen eine tolle Tour über Mallorca. Und bevor ich loslege, muss ich telefonieren. Die Kollegen in anderen Bussen, die Zentrale, irgendwer will immer was. Wer von euch ist denn das erste Mal auf Mallorca? Mal einmal Handzeichen, bitte. Oh ja, sind doch eine ganze Menge. Also ihr wisst heute Abend mehr über Mallorca als viele Leute, die schon oftmals hier waren. Das kann ich euch versprechen. Nerv. Das erste Ziel ist sehr beliebt. Sineo, der berühmte Markt. Wir sind jetzt hier etwas spät. Er setzt uns jetzt hier gleich raus. Ein gigantischer Busparkplatz. Eine Stunde, also um 22:45 geht die Tour dann weiter. Viel Spaß und lasst euch nicht bescheißen. Hier quieken schon die Schweine. Typischer Touristentrubel. Schwarze Schweine streicheln, bevor sie zu Schinken werden. Für 25 Euro kannst du dich mitnehmen. Wie war das? Handschlag ist Kaufvertrag? Hatten Sie denn schon mal eine Ziege im Bus, wo jemand die Regeln mit dem Handschlag nicht ganz... Ja, also ich hatte schon mal die eine oder andere Ziege im Bus, die war aber zweibeinig, ne? Bloß keinen Gag auslassen. Weiter geht's, ohne Schwein und Ziege. Der Bus wartet. Aber wo? Das ist natürlich doof, wenn der Busfahrer woanders parkt, ne? Aber hier sind an die 200 Busse und die sind froh, wenn sie irgendwo ihre Kisten abgestellt kriegen, ne? Hier vorne ist ein roter Bus und einer davor stehen wir, ne? Okay? So, normalerweise sind die Deutschen alle recht pünktlich. Ich schätze mal, dass sie alle da sind. Alle da? Jo. Fehlen noch welche? Wie viele? Da müssen wir noch zwei einfangen. Noch nie hat Manfred einen Gast verloren. Also hier müssen sie jetzt sein. Er hat sich extra signalrot angezogen. Ramanos. Da sind sie. Okay. Einer von euch beiden singt oder wir machen die Tür wieder zu? Wer zu spät kommt, muss zur Strafe singen. So ist das bei Manfred. Blamier dich auch nicht. Komm mal hier, so ein Bulle, weißt du? Und jetzt so ein Stift in der Hose. Wie geht's nach atemlos weiter? Atemlos. Durch die Nacht. Weißt du, keine Ahnung. Nein. Bist du zu spät gekommen oder ich? Ich. Los, bleib ein. Atemlos durch die Nacht. Na also, geht doch. Die Verspätung ist vergessen. Und Helene hört's ja nicht. Im Urlaub soll alles perfekt sein. Die Gäste wollen nur das Beste. Doch auch im schönsten Hotel lauert das Enttäuschungsrisiko. Zimmer 309, jetzt geht's los, die Riesensuite. Josef ist Schlagersänger. Er hat kurzfristig gebucht und jetzt fehlt ihm was. Männerhaushalt, hereinspaziert. Ich habe die Gardine zurückgemacht oder an die Seite geschoben. Und ich denke, so, jetzt kann ich noch kurz auf den Balkon gehen. Aber das war leider nichts. Der Mann hat sich verbucht. Ein Fall für Anja. Leider hat dieses Zimmer keinen Balkon. Kann man da irgendwas machen? Wie Sie jetzt hier sehen, Einzelzimmer mit oder ohne Balkon. Ach so, okay. Ne? Damit man wurde mir jetzt nicht gesagt. Wir können natürlich probieren, sie umzubuchen. Ja, aber wenn wir da noch was machen können. Genau, morgen, wie gesagt, wir probieren das. Anderer Leute Probleme lösen, das muss man mögen.
Man merkt auch recht schnell, ist dieser Beruf was für mich oder nicht. Ich sage immer, entweder man macht es eine Saison, also so 6 Monate, oder man macht es ewig, so wie ich. Der unzufriedene Hotelgast auf dem Weg zu einem anderen Hotel. Seine Beschwerde hat gewirkt. Ach, ein bisschen angeschlagen war er, der Max, ne? Ja, ein bisschen gelb im Gesicht. Ne? Weil ihm das, schätze ich mal, schon ein bisschen unangenehm war, ne? Wenn das Hotel nicht gefällt, macht der Urlaub keinen Spaß. Der Familienrat muss entscheiden. Geht das besser? Der Föhn hat schon mal bestanden. So, das ist wieder hier. Das heißt, das ist so eine Schlafcouch. Und der Rest? Ich würde jetzt nicht sagen, also 1000 und eine Nacht, aber es ist nicht schlecht. Die Anlage hat sogar 2 Pools. Temperaturcheck an der Wasserkante. Nö, die sind natürlich jetzt alle warm. Das ist ja eigentlich relativ klar. Ja, die Poolbar sieht wirklich in der Tat einladend aus. Ich glaube, hier gibt es sogar richtige Gläser und nicht nur Plastikbecher. Also, die Familie zieht um. Aber ein Restschmerz bleibt. Dass ich jetzt zuzahlen muss, okay, ist ärgerlich, aber das wäre eigentlich das, was ich auch schon vor einer Woche gerne gehabt hätte. Ich bin ja da eine Woche mehr oder weniger länger festgehalten worden, weil der Max mich ja nicht rausgelassen hat. Jedenfalls nicht so ohne weiteres. Stress mit Gästen. Trotzdem freundlich bleiben. Reiseleiter sind Glücksgaranten. Maximilian will heute Flyer verteilen, will werben für seinen Informationstreff. Ja, alles klar, sehr gerne. Direkt vorm Frühstücksraum. Ein klug gewählter Platz. Hier kommt jeder vorbei. Ohne Gästekontakt kein Umsatz. Okay. Nice for the Germans. Okay. Spanish. Okay. Reiseleiter Maximilian betreut nur deutschsprachige Gäste. Ja, gut, wo kannst du? Vacation. Oft sieht Maximilian den Gästen die Herkunft an. Bei den Russen sehr oft mit Pelz und so weiter. Ja, die kommen auch ganz oft, die erkennt man am Flughafen auch immer, dass die immer eingewickelte Koffer haben zum Beispiel. Ja, warum auch immer. Ja, aber das ist bei denen absolut der Trend schlechthin. Und ja, Engländer haben oft viele Blümchen in ihren Klamotten, daran erkennt man es. Aber ansonsten. Und die Deutschen? Die Deutschen, an den Sandalen mit den Socken. Andere Länder, andere Sorgen. Ein Österreicher hat ein Liegenproblem. Er ist zum ersten Mal auf Mallorca. All inclusive. Für ihn heißt das auch reservierte Liegen am Strand. Das hätten wir also zusätzlich über die 10 Tage noch mal 170 Euro auszulegen, um eben unsere Strandliegen, die wir tagtäglich gewohnt sind zu haben, bekommen. Und dadurch haben wir jetzt auch gebeten, Maximilian uns das zu bestätigen. Und wir werden mit unserer Reiseberatung das bereden, wie wir die 170 Euro dann wieder gut machen können. Für Maximilian ist das nur Schreibkram. So, das ist dann wirklich der Teig, mit dem kannst du das Reisebüro. Okay, gut. Danke, Max. Tschüss. Ich wünsche dir was. Gerne. Der Mann kann raus in Richtung Liegestühle, wenn er welche findet. Dieses Paar ist gerade erst angekommen. Ohne Rucksack. Der liegt im Bus. Vergessen. Wäre schon toll, wenn der wieder auftauchen würde. Gut, das kann ich natürlich nicht beeinflussen. Ja. Ob der jetzt da ist oder nicht, das kann ich nicht beeinflussen. Ja. Wissen Sie, dass man da nicht bei der Busgesellschaft sofort ruft, stopp, da ist der Bus, die halt doch eine Verbindung miteinander. Nein, bloß die sind halt, die müssen wieder zurück zum Flughafen. Die haben da ja schon, aber ich meine, das hat ja jeder jetzt schon Funk drin oder was, dass man da sagt, schauen Sie mal bitte schnell. Grundsätzlich schon bloß, das ist halt praktisch nicht organisierbar. Jetzt ist das, wenn man genau weiß, es ist gerade erst passiert, es war der Bus. Das ist das, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstehe. Das ist schon, kann ich verstehen. Ja, Okay. Trotzdem einen schönen Urlaub und alles Gute so weiter. Ja, alles klar. Und im Rucksack sind wichtige Medikamente. Von wegen, Maximilian macht es möglich. Schwierig, ja. Sie sind der große Glücklichmacher. Nicht immer. Irgendwann muss es auch realistisch sein. Also, das heißt, manche Dinge gehen halt natürlich auch nicht zu lösen. Mallorca, die Putzfraueninsel, das ist längst Geschichte. Puerto Portals, Heimathafen der Reichen und Schönen. Ein Muss auf Manfreds Tour und immer gut für einen derben Spruch. Die heiratswütigen Damen hier an Bord, ne? Brust raus, Bauch rein. Ein Knopf von der Bluse mehr auf. Die Männer nehmen ihre Scheckbücher mit. Ein weißer Maserati Cabrio steht da auch immer noch. Guck mal hier, das sind die richtigen Autos hier. Ob 2 Räder oder 4, auf der Straße oder im Wasser,
Ihr schwimmt und fährt das dicke Geld. Manfred kennt die Verlockungen. Es sind da teilweise eine Menge hochwertige Autos. Da möchte ich euch bitten, fasst die nicht an, weil die haben teilweise enorme Alarmanlagen. Und das wird dann peinlicher, als bei uns im Bus zu singen. Ja, da hat man schon mal die eine oder andere Träne im Auge. Ne? Ich bin selbst Nautiker und ich kann die Dinger alle fahren auf dem Teller. Nicht? Das wäre also kein Problem. Das sind so die mittelgroßen Yachten. Die sind alle so um die 30 Meter rum. Die kosten ungefähr an die 200.000 Euro pro laufenden Meter. Ja, wir sind mal eben hier gerade an ein paar hundert Millionen vorbeigelaufen. Also ganz cool, ne? Also wann wäre so der Zeitpunkt, wenn du gerne heiraten möchtest? So mit 25. Mit 25. Dann kannst du ja jetzt hier schon mal in Ruhe aussuchen. Mach ich. Und wenn er reich ist, nehme ich ihn auch jetzt schon. Wenn er reich ist, dann nimmst du ihn auch. Ach so, okay. Früher ist Manfred zur See gefahren. Dicke Pötte, lange Routen. Heute reicht ihm der Bus. Ja, ich bin ja eigentlich ein ganz knackiger Typ, ne? Jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, das knackt vielleicht, du das glaubst. Ja, ihr Lieben, das war Puerto Portals. Weiter geht's. Zur Hauptstadt, nach Palma. Auch hier wieder Yachten. Der größte Yachthafen überhaupt Europas. Ich weiß, ihr wollt alle nach rechts gucken, aber guckt mal nach links. Da seht ihr die Yachten von euren Reiseleitern. Ne? In Palma knubbeln sich die Busse. Das ist eine Kathedrale. Ich habe das jetzt alles ein bisschen rausgeschleppt. Ich bin ein bisschen gestresst hier. Nur kurz die Kathedrale knipsen. Die Zeit ist knapp. Die Insel ist pickenpacken voll. Es fahren hier, schätze ich mal, heute an die 100 geführte Touren über Mallorca von unterschiedlichen Firmen. Und da muss man natürlich immer sehen, dass man das alles organisiert, dass das mit dem Essen klappt. Das Essen ist ja vorbestellt. Wir werden uns jetzt also ein bisschen verspäten, weil da ein anderer Bus sich jetzt verspätet hat und so weiter. Und da müssen wir jetzt eben das einfach so hinkriegen, dass es trotzdem alles reibungslos abläuft. Das ist also für die Gäste kein Stress und so weiter. Also wir sind eben die Blitzableiter. Ne? Wir müssen das eben einfach halt ein bisschen koordinieren und das kriegen wir schon hin. Den Kreuzfahrer wollte er eigentlich auch noch zeigen. Zu spät. In Cala Major sind neue Gäste gekommen. Anjas Begrüßungstreff war ein voller Erfolg. Waren doch wieder nur nette Gäste. Und der Umsatz stimmt auch. Ja, Umsatzbau war gut. Je mehr Ausflüge sie verkauft, desto mehr verdient sie. Im nächsten Hotel wartet noch Schlagersänger Josef auf seinem Balkon. Andere tragen die Ringe an den Fingern, ich unter den Augen. Er hat Glück, es ist was frei. Also von der Größe nimmt sich das jetzt natürlich nicht viel als das, was sie jetzt alles haben. Gut. Okay. Na? Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, mit Balkon. Sehr schön. Ja. Ja, ich glaube, das ist doch das, wie Sie sich das vorgestellt haben. Perfekt, oder? Super. 75 Euro Aufpreis für 2 Tage. Und er hat frische Luft mit Aussicht. Für Anja ist der Ausblick Alltag. Ich habe ja in dem Sinne das, wo andere Leute das ganze Jahr für sparen, ne? Habe ich quasi täglich vor der Haustür. Aber Sie haben nichts davon. Ja, man nutzt es nicht, ne? Oder wenn man abends nach Hause kommt, dann hast du halt auch keine Lust mehr, an den Strand zu gehen. Dann will man einfach nur noch entspannen. Guck mal, hier kommt noch ein Fischer schnell rein. Komm her. Den nehmen wir noch schnell. Im Hintergrund nehmen wir den mit. Hier fotografiert der Chef noch selbst. So gut er kann. Ist ausgegangen hier. Wer Manfred hat, braucht keinen Selfie-Stick. Okay, also Fischer ist weg. Das ist ja für Gala und Bunte ist das ja geeignet. Sag mal, Ameisenscheiße. Jawohl, hat doch funktioniert. Komm, ein quer machen wir noch. Und nix wie weiter. Sie sind spät dran. Reiseleiter Maximilian hat heute seinen freien Tag. Er will hoch hinaus. Ein letzter Kuss vor dem ersten Flug. Mallorca von oben, fast schwerelos und ganz ohne Beschwerden. Boah, ist das ein Ausblick! Unglaublich!
Eigentlich ist Mallorca traumhaft schön. Aber Maximilian ist nicht gekommen, um zu bleiben. Ich werde hier noch genau bis Anfang November bleiben. Aber für mich kommt das nicht in Frage, dass ich noch mal hierher komme. Hängt einfach damit zusammen, ich möchte nicht zweimal am gleichen Ort sein. Ich möchte einfach was Neues sehen dann auch. Das wäre, glaube ich, weil es wäre zu viel Alltag, der sich dann irgendwann wiederholt. Ja, nach einer Zeit, der wiederholt sich dann. Und ich glaube, das ist nicht der Grund, warum ich den Beruf dann auch mache. Im Winter will er nach Mexiko und danach ganz was anderes machen. Alle rein hier! Ja. Schinkenstraße, Bierkönig, Mallorcas berühmte Partymeile. Das hat auch Unterhaltungswert hier, ne? Ja, die Panoramafahrt ist eben einfach eine Tour mit Niveau, ne? Hier wird schlichtes Liedgut gepflegt. Von Freunden der feuchten Unterhaltung. Aber jetzt wollen wir mal wieder auf die seriöse Tour weitermachen. Einverstanden? Kommt, Leute! Mein schön, ich hab die Haare schön. Ich hab die Haare schön. Der letzte Stopp, das blaue Haus. Eine Tankstelle der anderen Art. Da vorne anfangen, bis da oben hoch. Gib her. Gib her, ja. Probiert euch einmal durch. 24 Liköre zum Probieren und zum Kaufen. Und wenn man alle probiert hat? Der hat 60%. So. Ja, natürlich, Mädels. Werdet ihr schön albern, oder? Ja, ja, natürlich. Hau weg. Der nächste Bus, derselbe Schnaps. Manfred ist für heute am Ende. Du warst auch ganz tolle Gäste. Ganz, ganz herzlichen Dank. Adios. Ciao. Macht's gut. Empfiehlt uns weiter, Leute. Wehe nicht, sonst müsst ihr noch mal mitfahren. Oh. Das ist schon anstrengend, ne? Das ist also nicht so, dass es einfach nur Spaß ist, sondern... Okay, Spaß müssen wir natürlich haben. Die Gäste sollen ja auch ihren Spaß haben. Aber es ist auf der einen Seite Information, auf der anderen Seite eben einfach sehen, dass du sie alle wieder mitkriegst und dann hören sie manchmal nicht zu und so weiter und so fort. Und jetzt weiß ich auch, was ich gemacht habe heute Abend, ne? Also meine Frau hat heute Abend von mir Ruhe. Maximilian hat heute Spätschicht, nicht weit von Cala Mayor in Cala Rajada, einem Party-Hotspot an der Ostküste. Wir gehen rein, wir rasieren euch. Als Reiseleiter bei der Bar-Tour. Betreutes Trinken steht auf dem Programm. Es gibt Schnaps in allen Farben, mit allen Umdrehungen. Junge Leute buchen keine Ausflüge, sie buchen Bar-Touren. Ein neues Angebot für Firebeaster. Maximilian fremdelt noch. Ich bin ehrlich gesagt schon lieber in meinen Hotels. Eigentlich, ja. Ist er nun Reiseleiter oder Entertainer? Man muss sicherlich ein Stück weit Entertainer sein, um auch bei den Jungen anzukommen, denke ich auch. Ja? Also ich glaube, die absolut seriöse Reiseleiterschiene ist, glaube ich, ist am Ziel vorbei. Und ich glaube, das ist auch das nicht, was die jungen Leute auch wollen und was denen auch Spaß macht. Hey Ladies, wollt ihr die Oberteile auf? Männertänze auf dem Tresen. Es ist ein bisschen wie beim Junggesellinnenabschied. Im nächsten Lokal ist der Schnaps grün und die Musik deutsch. Mit Radau geht's durch die Nacht, von Bar zu Bar. Hauptsache, schön laut. Noch eine Humba vor dem nächsten Club. Der Dienstschluss für Maximilian ist heute fließend. Und dann, wenn die jungen Touristen noch tanzen und die Alten schon schlafen, dann gehört das Meer von Cala Mayor den Reiseleitern. Dann ist nur noch Stand. Statt Stress.